bin ich doch nochmal da. Also zusätzlich zu dem Testspiel gegen Stahnsdorf wird es ein weiteres Video geben, denn gerade eben wurde das Trikot für die neue Saison gerevealed oder wie man das nennt, also veröffentlicht. Und es kursierten ja schon Gerüchte, wie es aussehen könnte. Das gab es auch schon im Laden. Heute wurde es dann offiziell vorgestellt. Wahrscheinlich, wenn man gegen Stahnsdorf in genau diesem Trikot spielen wird. Und ihr könnt euch auch an das letzte Jahr erinnern. Da wurden beide Trikots parallel vorgestellt. Dementsprechend konnte ich dann auch ein Video machen über beide Trikots. Jetzt wurde nur das Heimtrikot erstmal präsentiert. Dementsprechend, ja, heute nur über das Heimtrikot zu sprechen. Übrigens, ich habe eine neue Art von Thumbnails mal ausprobiert. Zur neuen Saison könnt ihr auch gerne eine Meinung zu abgeben, wenn ihr das wollt. Und jetzt passt es eigentlich ganz gut. Denn hier, das ist ja das Trikot aus der Vorsaison. Und jetzt zeige ich euch das Trikot für die diesjährige Saison. So. Zack. Da ist es. Und wenn wir jetzt mal schauen, so zum Vergleich, es ist eigentlich. Ja, eins zu eins das Gleiche, ne? Nur, dass halt hier eben noch so ein paar Farbkleckse mit dabei sind. Dass das Nike-Logo jetzt rot ist, finde ich eigentlich ganz schön. Dass der Kragen jetzt blau ist, finde ich eigentlich ganz schön. Beziehungsweise hier auch die Ränder. Aber richtig viel verändert hat sich da jetzt eigentlich auch nicht. Hier diese Kante ist, glaube ich, auch nicht mehr da. Und so wie ich das sehe, die Muster, die hier und jeweils hier waren, sind, glaube ich, auch nicht mehr vorhanden. Aber ansonsten bin ich da jetzt nicht unbedingt ein Fan von, weil es halt eigentlich eins zu eins das gleiche ist, wie halt dann auch im Vorjahr, nur eben mit ein paar Upgrades, beziehungsweise wie ich finde, Downgrades. Und jetzt zeige ich euch was, was mich eigentlich letztes Jahr schon genervt hat, nämlich zum einen natürlich hier dieser Kragen, macht den doch wenigstens blau, damit du dann hier wenigstens diesen Halbkreis hast, damit das da irgendwie ein bisschen, ne, auffälliger ist. Dann musst du halt die Schrift kleiner machen, die Rücknummer kleiner machen und, und. Und was mich jetzt halt auch nervt, weil ich vermute mal, die Hose ist auch weiß. Und das nervt mich halt so ein bisschen, weil eigentlich sind wir ja blau-weiß. Das heißt, eigentlich hätte ich ganz gerne mal einen blauen Rücken und einen weißen, so wie hier, mit ein paar weißen Akzenten. Und wir hatten ja lange Zeit zum Beispiel auch mal blaue Rücken und hatten dann trotzdem unsere Streifen drauf. Aber wenn man dann von oben von der Fernsehkamera drauf guckt, sah es so aus, als würden wir in Blau spielen. So quasi. Und dann würde zum Beispiel auch oben jetzt bei dieser neuen Bundesliga-Anzeige unter dem blauen BSC so ein blauer Balken sein und kein weißer Balken, weil das Trikot dann offensichtlich einen blauen Rücken hat und hauptsächlich blau ist. Deswegen hätte ich mir ganz gerne mal wieder einen blauen Rücken gewünscht mit ein paar weißen Akzenten. Man kann ja die Streifen trotzdem machen. Und dann nicht wieder irgendwie komplett weiß. Das wäre so mein Wunsch gewesen. Aber ansonsten, gut, am Ende ist ja auch egal, was, wie das Trikot aussieht. Wichtig ist, was in diesem Trikot passiert. Und wenn das am Ende das Trikot ist, womit Hertha BSC aufsteigt, dann werden wir es später alle irgendwie lieben. Stand jetzt werde ich mir aber wahrscheinlich kein neues kaufen, weil das halt hier A, sehr schick aussieht. Jetzt nach einem Jahr tragen finde ich das sehr schick. Und es sieht halt eins zu eins genauso aus. Und ich finde es irgendwie auch ein bisschen smoother als das, was wir hier haben. Deswegen bin ich da ganz happy mit. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Trikot. Bin jetzt mal aufs Auswärtstrikot gespannt. Ich meine, heute ist ja das Spiel gegen Stahnsdorf. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass nächste Woche vor dem nächsten Testspiel dann auch das Auswärtstrikot vorgestellt wird. Schauen wir einfach mal jetzt. Gehe ich mal wieder zurück in diese Ansicht. Ja, wollte ich euch ganz gerne mal um eine Meinung fragen, was ihr von dem Trikot haltet.
Und ja, wie gesagt, am Ende des Tages sind die Ergebnisse wichtig, die in diesem Trikot erzielt werden. Und nichts anderes. Nun ja, das soll es jetzt an der Stelle kurz gewesen sein. Ich wollte wenigstens eine kleine Meinung dalassen. Einfach das mal kurz einschätzen. Sollte heute oder die nächsten Tage noch das Auswärtstrikot kommen oder dann das dritte Trikot, werdet ihr das natürlich auch hören und erfahren hier bei mir. Ansonsten werden wir uns nachher hören zum Testspiel. Hertha BSC bei Eintracht Stahnsdorf. Ich möchte dann wahrscheinlich trotzdem einfach einmal kurz eine kleine Meinung da lassen. Und ansonsten hören wir uns bei den nächsten Videos wieder. Transfers, News und was weiß ich. An der Stelle macht's gut. Auhe und tschüsseli.